Hallo, ich bin die Marina von Fox and Follix und ich zeige euch hier, wie man ein ganz niedliches Rentier nähen kann für den Weihnachtsbaum. Das Schnittmuster dazu gibt es auf foxandfollix.com. Wir haben also einen ganz tollen Blogpost dazu und mehr dazu in der Infobox. Du kannst hier sehen, also man braucht dafür nicht viel Stoff. Ich habe so ein bisschen Fluff hinten als Schwänzchen angenäht. Wir haben süßes Glöckchen und ein Bändchen, das es hält. Und dann haben wir noch mal ein breiteres Bändchen, damit wir das Ganze aufhängen können. Und zwei ganz kleine Perlchen für die Augen. Und wie gesagt, wir haben unsere Bändchen und hier haben wir dieses kleine runde Fluffkügelchen und mein Glöckchen. Und jetzt schneide ich erstmal mein Schnittmuster aus. Und dann lege ich das auf den Stoff. Der Stoff liegt rechts aufeinander. Ich habe hier zwei Reststücke und stecke das Papier fest. Und anstelle jetzt das Ganze auszuschneiden, nähe ich da rundherum. Und zwar lasse ich eine Wendeöffnung, da wo der Sattel ist, einmal rundherum. Und dann lasse ich außerdem eine kleine Öffnung hier auf diesem Teil von meinem Rentier da oben, wo er sein Geweih hat. Denn da werden wir dann ein Bändchen durchziehen, damit wir das Ganze aufhängen können. Und dann geht es bis zur anderen Seite. Stichlänge würde ich ziemlich kurz machen, so vielleicht 1,2, damit uns anschließend nichts ausfranst. Und wenn es dann aufgenäht ist, ich kann es hier ganz schlecht sehen, aber du wirst es schon sehen können. Und dann wird das Ganze ausgeschnitten und bis in die Kurven hinein eingeschnipst, damit, wenn wir das Ganze wenden, da keine Spannung entsteht. Also ganz simpel, einmal ganz herum und fertig. Dann habe ich hier ein breiteres Bändchen, es ist so ungefähr 25 cm lang, damit es auch was zu hängen hat am Baum. Und das falte ich auf die Hälfte, Sicherheitsnadel ran und dann wird das durch die Wendelücke gezogen und zwar dort an diese Geweihstelle oben, die wir offen gelassen haben. Ganz kleine Stelle nur. Und dann ziehe ich das so ein bisschen durch, so einen Zentimeter vielleicht, damit es nicht ausfransen kann. Und jetzt nehme ich mir eine Stecknadel, stecke das fest, damit es nirgends hin kann. Und dann nähe ich mit der Nähmaschine einfach da drüber und dann ist mein Bändchen drin. Dann wird das Ganze gewendet und hier kannst du sehen, es ist also ganz wichtig, dass man einen kleinen Stich hat, damit da nichts ausfranst. Schön gewendet ist es. Und jetzt geht's los mit meinem Füllen von meinem Rentier. Und zwar würde ich immer anfangen mit dem Geweih, damit man da wirklich ordentlich Fülle reinkriegt. Ansonsten, wenn man jetzt ganz viel reinfropft, dann ist das ganz schwierig, das oben hinzukriegen. Aber wenn man nur so ein bisschen da erstmal macht und dann mit der Schere nachhilft, vorsichtig natürlich, dann kriegt man das super hin. Und zum Schluss muss man jetzt nur noch die Stelle, die wir offen gelassen haben, schließen. Da mache ich einfach einen ganz einfachen Stich hier, Handstich, sowohl von einer Seite zur anderen. Also ist ganz simpel, muss jetzt auch nicht so toll aussehen, weil ich da anschließend nämlich so einen kleinen Sattel drüber mache. Das Faden gut vernähen. Dann nähe ich auch das kleine Schwänzchen an, kleiner Bommel. Den habe ich hier auch aus dem Laden mir besorgt. Es gibt ja tütenweise, kann man die kaufen in allen möglichen Farben und ich habe mir halt einen weißen rausgeholt. Dann werden zwei Perlen angenäht von jeder Seite als Augen und richtig zusammengezogen, damit das sich richtig eindellt von beiden Seiten. Es ist also total schön und dann können wir das auch vernähen. Oh, ist total toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe es mit einer ganzen Gruppe genäht und die Leute waren alle auch ganz begeistert. Und jetzt kommt das kleine Glöckchen ran. Das habe ich einfach durchs Bändchen durchgezogen und kommt ein kleines Schleifchen. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig, wenn ich wollte. Aber ich mache ja noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich wollte noch den Sattel anbringen. Muss man natürlich nicht. Könnte man auch so lassen, wie es ist. Ich habe hier ein Wollvlies benutzt und einen doppelten Faden. Ich denke aber, mit richtig schönem dicken Stickgarn wäre das viel besser gewesen. Oder Knopflochgarn. Ich nehme hier auch einen Knopflochstich einmal rundherum. Und zwar mache ich dafür eine Schlaufe. Und dann geht es immer durch die Schlaufe durch. Guck mal hier. Wunderbar, alles klar. Jetzt ziehe ich das hier noch weg, damit das nicht so schief aussieht. Vernähe das und dann war es das auch schon. Ist das nicht schön? Wunderbar. Und dann kommt oben noch eine Schleife rauf. Also wer jetzt sich einen Meter von diesem breiteren Bändchen besorgt, der hat auf jeden Fall genug für so ein Rentier.
Es gibt außerdem hier noch den Nikolausstiefel für euch zum Ansehen und dann das Wichtelmännchensäckchen für kleine Überraschungen, die man unter den Weihnachtsbaum legen kann. Also vielen Dank fürs Zuschauen und alle Infos sind wie immer in der Infobox. Welcome Tschüss! Welcome everyone to the Christmas Extravaganza by Agnes, which has got the Wichtelmann on the applicant. And then we've got this little reindeer, which looks that way, right? Small. So Santa couldn't get my many things in there. No, so I've made them a bit bigger, look. So.